Gut, vielen Dank für die Einführung. Ja, heute wird viel über die Auswirkungen der Digitalisierung und Automatisierung auf die Arbeitswelt diskutiert. Eine Befürchtung, die da häufig mitschwingt, ist, dass immer mehr Tätigkeiten automatisiert werden können, digitalisiert werden können, dass dadurch viele Stellen wegfallen könnten, Massenarbeitslosigkeit, Leute, die eben nicht mehr beschäftigt werden können, weil es ihre Arbeit so nicht mehr gibt, weil die automatisiert worden ist. Und diese Befürchtung war ja unter anderem ein Grund der Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, über die wir 2016 abgestimmt haben. Also es ist eigentlich auch in unserem Land, in der Schweiz, sehr präsent, diese Entwicklung im Arbeitsmarkt. Und ich möchte in meinem Referat etwas darauf eingehen, was bedeutet diese Entwicklung der zunehmenden Digitalisierung für die Arbeitswelt und insbesondere für die Laufbahn- und Karriereentwicklung und Laufbahnplanung. Beispiele wie Digitalisierung Arbeit ersetzt, findet man überall. Zum Beispiel hat die Post 2016 mit so kleinen Robotern Versuche durchgeführt, die kleine Pakete liefern können, Medikamente, Essen oder andere kleinere Dinge. Sie haben sicher auch schon gelesen, dass die Post, aber auch Weltkonzerne wie Amazon schon seit einiger Zeit mit Drohnen experimentieren, dass diese Pakete ausliefern können. Und Amazon hat in den USA riesige Zentren, bei denen fast komplett automatisiert die Bestellungen, die wir, die Leute in den USA im Internet aufgeben, abgewickelt, verpackt und für den Versand vorbereitet werden. Aber nicht nur relativ einfache Tätigkeiten wie Pakete austragen sind von der Automatisierung betroffen, sondern auch komplexe Tätigkeiten wie zum Beispiel in der Medizin. Es gibt heute Apps, bei denen man seine Beschwerden angeben kann und ein Computer aufgrund künstlicher Intelligenz und auf Rückgriff auf große Datenbanken stellt Nachfragen und stellt eine Diagnose und macht Empfehlungen für vielleicht vertiefte ärztliche Abklärungen, Einnahme von rezeptfreien Medikamenten oder für bestimmtes Gesundheitsverhalten. Oder ich kann Ihnen diesen süßen kleinen Kerl hier vorstellen, das ist der Roboter Pepper, der kann Kunden im Verkauf, im Hotel, an Kongressen, am Flughafen empfangen und in 19 verschiedenen Sprachen informieren über Angebote, Dienstleistungen, Orte und wie man dahin kommt. Also solche Beispiele gibt es zuhauf, Beispiele von Arbeiten auch wie diese hier, von denen man vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, das kann man nicht automatisieren, das muss ein Mensch machen. Und wir sehen immer mehr, dass sehr viele Tätigkeiten eben automatisiert werden können, von denen man das früher noch gar nicht gedacht hat. Und insofern ist diese Befürchtung nicht unbegründet, dass man sich fragt, werden wir alle in der Arbeitswelt durch Roboter, Logarithmen, künstliche Intelligenz ersetzt werden? Was ist dann noch die Rolle des Menschen in der Arbeitswelt? Und um das ein bisschen besser einschätzen zu können, haben zwei Ökonomen aus Oxford eine viel diskutierte, auch in der Öffentlichkeit sehr breit aufgenommene Studie durchgeführt, bei der sie einschätzen wollten, wie wahrscheinlich oder wie häufig könnte das denn vorkommen, dass Arbeit wirklich ersetzt wird. Und dazu haben sie 70 verschiedene Berufe, auch aufgrund von Expertenurteilen eingeschätzt, inwiefern dass dieser Beruf automatisiert werden könnte oder nicht aufgrund der aktuell verfügbaren Technologie. Und dabei haben sie insbesondere berücksichtigt, dass es im Moment so drei Bereiche gibt, die noch sehr schwierig sind zu automatisieren. Das sind Feinmotorik und Wahrnehmung, kreative Intelligenz, also Probleme lösen, für die es keine standardisierte Lösung gibt, und soziale Intelligenz, also Interaktion mit anderen Menschen. Das sind die Bereiche, in denen im Moment noch sehr schwierig ist, das komplett zu automatisieren. Je mehr ein Beruf auf diesen drei Kompetenzen aufbaut, desto weniger kann er automatisiert werden. Und diese Einschätzung von diesen 70 Berufen haben sie dann hoch extrapoliert auf 600 weitere Berufe nach Ähnlichkeiten dazu und das dann hochgerechnet auf den amerikanischen Arbeitsmarkt im Sinne von, wie viele Leute arbeiten denn jetzt in diesen 600 verschiedenen Berufen in den USA. Und ihr eben viel aufgegriffenes, weil auch schockierendes Ergebnis war, dass 47% aller Stellen in den USA eigentlich aufgrund der aktuellen Technologie automatisiert werden könnten und, wenn man das dann eben als Konsequenz sehen möchte, vielleicht auch weg,
geschafft, also wegrationalisiert werden können für Menschen und dann eben von Computern oder Robotern ausgeführt werden würde. Das ist natürlich schockierend, wenn das passieren würde. Und da schürt dann eben auch so die Angst einer möglichen Massenarbeitslosigkeit. Diese Methode wurde angewandt auf ganz viele Länder. Unter anderem wurde das auch in der Schweiz gemacht, weil die Arbeitsmärkte in den USA und der Schweiz ja vielleicht eben nicht genau gleich sind. Die Resultate sind aber überall sehr ähnlich. In der Schweiz kam man auf 48% aller Stellen, die automatisiert werden könnten. Es gab aber auch eine sehr fundierte Kritik an diesem Ansatz, und zwar, weil dieser Ansatz relativ einfach davon ausging, kann ein Beruf automatisiert werden, ja oder nein. Und in der Realität ist es aber natürlich so, dass Berufe, die meisten Berufe, aus ganz vielen verschiedenen Tätigkeiten bestehen. Und ein Teil dieser Tätigkeiten kann man vielleicht gut automatisieren und ein Teil aber sozusagen gar nicht. Und diesen Ansatz haben andere Ökonomen dann gewählt und sie haben 2000 verschiedene Aktivitäten eingeschätzt, wie gut kann man diese Aktivität aufgrund von aktueller Technologie automatisieren, und dann für 800 verschiedene Berufe eingeschätzt, wie häufig kommt diese Tätigkeit in diesem Beruf vor. Und das gibt dann ein Kontinuum von Berufen, bei denen eigentlich jede Tätigkeit, die man ausführt, automatisiert werden kann, bis zu Berufen, bei denen keine Tätigkeit, die man ausführt, wirklich automatisiert werden kann. Die meisten Berufe liegen dann natürlich irgendwo dazwischen. Und diese Analyse kommt zu einem ganz anderen Resultat, nämlich dass nur etwa 9% aller Tätigkeiten in den USA, oder nein, über verschiedene Länder in der OECD wurde das gemacht, nicht nur in den USA, dass im Durchschnitt, je nach Land ein bisschen anders, aber im Durchschnitt 9% aller Stellen komplett automatisiert werden könnte. Das ist ein ganz anderes Resultat als das in der anderen Studie, weil eben hier viel differenzierter geschaut worden ist, dass ein Beruf eben aus verschiedenen Tätigkeiten besteht. Was diese Studie aber auch fand, ist, dass fast jeder Beruf von Automatisierung betroffen ist, weil es fast keinen Beruf gibt, bei dem man nichts automatisieren könnte. Also auch hochqualifizierte Berufe haben mehrere Tätigkeiten, die man automatisieren könnte. Es gibt eine andere Studie, die von McKinsey gemacht wurde, die fanden, dass gut 60% aller Tätigkeiten, etwa 30% der Arbeit automatisiert werden kann. Also fast alle von uns arbeiten in irgendeinem Job, egal wie hochqualifiziert, wo zumindest ein Teil automatisiert werden könnte. Das heißt, das bedeutet eigentlich, dass diese Massenarbeitslosigkeit wahrscheinlich nicht das größte, immanenteste Problem ist, das wir haben, weil nur wenige Berufe wirklich komplett automatisiert werden könnten, wenn man es denn überhaupt will, aber nur schon technisch nicht unbedingt möglich im Moment. Aber was sich auf jeden Fall zeigt, ist, dass fast jeder Beruf von der Digitalisierung betroffen ist und dass sich die Inhalte von allen Berufen in den nächsten Jahren sehr grundlegend ändern werden, weil Tätigkeiten, die man ausführt, digitalisiert werden und somit andere Tätigkeiten wichtiger werden. Etwas, das man auch nicht vergessen darf in der Diskussion um diese mögliche Massenarbeitslosigkeit, ist, dass es uns sehr einfach fällt, zu sehen, was verschwindet. Es gibt dieses Beispiel von den Telefonistinnen, die noch Kabel stecken mussten, um Telefonanrufe zu verbinden. Ich selber habe noch erlebt, dass es den Beruf der Fotolaborantin, des Fotolaboranten gab. Das konnte man in der Schweiz bis vor einigen Jahren noch lernen und wurde ausgeübt. Aufgrund der digitalen Fotografie ist das in ein paar Jahren verschwunden als Beruf. Und das sind Beispiele, die sieht man sehr einfach. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann sehen wir heute Self-Checkout, wo früher Kassiererinnen saßen. Also es fällt uns auf, dass Dinge verschwinden. Was schwieriger ist zu sehen, ist, dass es natürlich gleichzeitig sehr viele neue Berufe gab. Vor 20 Jahren hätte niemand gedacht, dass es heute Hunderttausende von Leuten gibt, die in gut bezahlten Jobs Software für Apps entwickeln, für Smartphones. Und so wird es auch in Zukunft so sein, dass die Schüler, die jetzt in der Primarschule sind, viele von denen werden in Arbeit, in Berufen tätig sein, von denen wir heute noch nicht einmal wissen, dass es sie einmal geben wird. Also es verschwindet nicht nur etwas mit der Digitalisierung, es gibt auch neue Möglichkeiten, neue Berufsbereiche, die gleichzeitig entstehen. Und somit eben auch neue Chancen. Aber das bedeutet eben auch, es gibt eine größere Dynamik. Dinge fallen weg, die man gekannt hat, dafür gibt es neue Dinge, die man noch nicht so gut kennt. Man muss sich darauf einstellen, man muss flexibel sein, sich neu orientieren können. Und damit sind wir eben bei Implikationen, was heißt das denn für die eigene Berufswahl oder für die eigene Laufbahnentwicklung, diese Digitalisierung.
Eine wichtige Konsequenz davon ist sicher, dass die Selbstverantwortung in der Laufbahnentwicklung immer mehr zunimmt. Weil es eben so dynamisch ist, gibt es weniger klare Leitlinien, denen ich mich orientieren kann. Ich kann nicht mehr sagen, ich lerne was, ich studiere was und dann weiß ich ja, was ich mache. Oder ich mache so etwas Ähnliches, wie mein Vater oder wie meine Mutter gemacht hat. Aufgrund dieser Dynamik ist das immer weniger möglich. Das heißt, man muss immer mehr seinen eigenen Kompass entwickeln. Wo möchte ich hingehen? Was möchte ich eigentlich machen? Was ist wichtig für mich? Wie kann ich mich orientieren? Und man muss seine eigene Laufbahn selber kreieren. Die liegt nicht einfach da und die kann man ablaufen, sondern man muss die selber erschaffen und gestalten. Eine weitere wichtige Konsequenz ist, dass schon seit ein paar Jahren viel von Arbeitsmarktfähigkeit oder Employability auf Englisch gesprochen wird. Das heißt, dass man heute immer mehr die eigene Arbeitsmarktfähigkeit entwickeln muss, weil eben die Arbeitsplatzsicherheit aufgrund vom Unternehmen immer weniger gegeben ist. Also ich kann nicht mehr davon ausgehen, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, weil das mein Arbeitgeber mir bieten könnte, sondern ich muss eigentlich die Sicherheit für meine zukünftige berufliche Entwicklung in mir selber finden, indem ich meine eigene Arbeitsmarktfähigkeit entwickle. Also Arbeitsplatzsicherheit kommt von mir, weil ich fähig bin, hier oder anderswo eine Tätigkeit ausführen zu können, nicht mehr so sehr vom Arbeitgeber. Aber Arbeitsmarktfähigkeit ist nicht nur, was ich kann und was ich weiß, das wird häufig darunter diskutiert, sondern ich werde Ihnen nachher aufzeigen, dass dazu auch noch viele andere Dinge wichtig sind. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass in der heutigen Laufbahnentwicklung und eben auch gerade im Hinblick der Digitalisierung es wichtig ist, dass man verschiedene Ressourcen, also Dinge, die einem helfen in der beruflichen Entwicklung, aktiv entwickelt. Und zwar eben nicht nur im Jugendalter so den Rucksack packt und dann auf die Reise geht, sprichwörtlich, sondern über das ganze Leben hinweg sich eigentlich mehr wie Fitness. Ja, man kann nicht nur einmal Sport machen und dann 20 Jahre lang nicht mehr, wenn man gesund bleiben will, sondern es ist etwas, das man regelmäßig machen sollte. Und genauso auch mit der Arbeitsmarktfähigkeit. Das ist nicht nur einfach mal den Rucksack packen mit einer guten Ausbildung, sondern das ist etwas, das man regelmäßig bis ins hohe Alter heutzutage eigentlich aktualisieren und aufrechterhalten sollte, indem man eben bestimmte Ressourcen entwickelt, die einem bei der Laufbahnentwicklung hilft. Jetzt, was bedeutet diese Arbeitsmarktfähigkeit und was sind das für Ressourcen? Das haben wir in einem Projekt, in meinem Team, untersucht. Wir haben die internationale Literatur angeschaut. Was weiß man eigentlich dazu? Welche Faktoren sind wichtig für eine erfolgreiche berufliche Entwicklung? Wir haben dazu verschiedene theoretische Modelle angeschaut, aber auch Metastudien, empirische Studien, die es dazu gibt. Und wir haben, das zusammengefasst in vier zentrale Komponenten, die für eine erfolgreiche Laufbahnentwicklung wichtig sind. Das eine sind Wissen und Kompetenzen. Klar. Aber nicht nur das, es ist auch wichtig, was für eine Motivation man mitbringt gegenüber seiner Arbeitsentwicklung. Es ist auch nicht nur, was ich habe oder was ich denke, sondern es ist auch das Umfeld. Ein unterstützendes Umfeld ist sehr wichtig. Und letztendlich zeichnen sich Personen, die eine erfolgreiche Laufbahnentwicklung haben, auch durch bestimmte Verhaltensweisen aus, indem sie ihre Laufbahn aktiv selber gestalten. Ich werde nun auf diese Bereiche etwas genauer eingehen. Wissen und Kompetenzen, das ist das, was meistens genannt wird, wenn es um Arbeitsmarktfähigkeit geht. Dazu gehört einerseits nicht berufliche Expertise. Ich muss in dem Beruf, in dem ich arbeiten will, was können. Das ist das, was ich in der Regel erwerbe durch eine Berufslehre, ein Studium, fachliche Weiterbildung. Das ist natürlich sehr wichtig. Was aber auch wichtig ist, ist, dass ich weiß, wie funktioniert eigentlich der Arbeitsmarkt? Was sind Trends? Wie entwickelt sich das? Das heißt, wie muss ich mich heute vielleicht eben schon weiterentwickeln, damit ich in Zukunft auch noch fähig bin? Das ist eben nicht nur, was ich jetzt brauche in meinem gegenwärtigen Job, sondern auch Trends und Entwicklungen absehen können. Und etwas, das heute sehr viel diskutiert wird, gerade auch in Bezug auf Digitalisierung, sind allgemeine Fähigkeiten oder transversale Fähigkeiten auch genannt. Manchmal nennt man das auch Schlüsselkompetenzen. Damit meint man Fähigkeiten, die man in ganz verschiedenen Tätigkeiten anwenden kann. Teamfähigkeit, Führungskompetenzen, Organisationsfähigkeit, Sprachfähigkeiten. Das braucht man nicht nur für einen Beruf, sondern das kann man in fast jedem Beruf, den man ausüben könnte, anwenden. Und weil eben die Berufswelt so dynamisch ist, werden auch solche Kompetenzen, die man eben von einem Beruf oder von einer Tätigkeit in die andere transferieren kann, immer wichtiger.
Also was ich weiß, was ich kann, ist eine sehr wichtige Komponente der Arbeitsmarktfähigkeit. Häufig wird aber Arbeitsmarktfähigkeit auch nur darauf reduziert und man spricht nur von dem. Aber die Forschung zeigt eigentlich, dass es noch viele andere Dinge gibt, die auch wichtig sind für eine erfolgreiche Laufbahnentwicklung. Eine Komponente ist, wie gesagt, die Motivation, die man mitbringt für seine eigene Laufbahn. Eine Komponente hier ist, wie wichtig ist mir überhaupt die Arbeit? Wenn mir die Arbeit an sich nicht so wichtig ist, dann werde ich nicht die Motivation aufbringen, Zeit und Energie darin zu investieren, mich weiterzubilden, mich mit dem Neuen zu befassen, mal eine Fortbildung zu machen. Also die Arbeitsrolle muss einem wichtig sein. Das ist eine Grundlage der Motivation. Zutrauen ist auch wichtig. Ich muss es mir zutrauen, dass ich fähig bin, meine Laufbahn zu gestalten und die Herausforderungen, die sich dabei bieten, meistern zu können. Ohne dass man sich etwas zutraut, kann man sich nicht motivieren, etwas zu tun. Das ist eine wichtige Grundlage von jeder Motivation. Und was es auch braucht, ist Klarheit über die eigenen Ziele. Was möchte ich eigentlich? Wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich erreichen oder was ist mir wichtig? Weil dieser innere Kompass, der entwickelt werden muss, weil man eben nicht einfach vorgegebene Spuren verfolgen kann. Also wie bin ich motiviert in diesen verschiedenen Faktoren ist eine wichtige Komponente, auch die für Arbeitsmarktfähigkeit wichtig ist. Dann, wie gesagt, ist auch das Umfeld zentral. Werde ich durch mein Umfeld unterstützt? Und hier spielt einerseits auch das Unternehmen eine wichtige Rolle für die Leute, die berufstätig sind. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Leute eben eine bessere berufliche Entwicklung machen können, wenn sie, nicht erstaunlich, in einem Unternehmen arbeiten, das auch mehr Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Entwicklungsmöglichkeiten sind aber nicht nur Aufstiegsmöglichkeiten, so im klassischen Sinne, dass man befördert wird, sondern Entwicklungsmöglichkeiten, das ist heute auch häufig, was man eine horizontale Entwicklung nennt. Das heißt, ich werde zwar nicht befördert, aber ich entwickle mich inhaltlich. Ich kann was Neues lernen, ich habe neue Projekte, kann neue Aufgaben annehmen. Das ist auch eine Art von möglicher Entwicklung, die sich bietet und in denen sich Unternehmen unterscheiden, wie stark ist das möglich in meiner aktuellen Tätigkeit. Es ist aber nicht nur wichtig, dass es grundsätzlich die Möglichkeit dafür gibt, sondern dass das Unternehmen einem auch aktiv unterstützt bei dieser Entwicklung, dass man gefördert wird. Und es gibt auch Studien übrigens, die zeigen, dass diese Unterstützung nicht nur für Arbeitnehmer ganz wichtig ist, sondern dass es auch Vorteile hat für Unternehmen. Also wenn man Entwicklungsmöglichkeiten bietet und Mitarbeiter auch unterstützt, dann hängt das auch positiv mit Arbeitszufriedenheit und mit Verbundenheit zum Unternehmen zusammen, weil wir alle arbeiten lieber in einem Unternehmen, von dem wir uns unterstützt fühlen und mit dem wir auch Entwicklungsmöglichkeiten sehen, als wenn das nicht der Fall ist. Arbeitsherausforderung ist der dritte Bereich. Das heißt, inwiefern bietet mir meine aktuelle Tätigkeit überhaupt die Möglichkeit, meine Fähigkeiten anzuwenden und weiterzuentwickeln? Oder bin ich unterfordert oder kann das, was ich kann, eigentlich gar nicht anwenden? Wenn ich in einer Tätigkeit bin, in der ich meine Fähigkeiten anwenden kann, weiterentwickeln kann, trägt das auch zu meiner Arbeitsmarktfähigkeit bei. Und schlussendlich die soziale Unterstützung, die kann vom Arbeitsplatz kommen, also von Kollegen, Vorgesetzten, die kann aber auch aus dem privaten Umfeld kommen. Soziale Unterstützung hat verschiedene Komponenten. Das eine ist eine praktische Unterstützung, also hilft mir jemand bei einem Bewerbungsschreiben zum Beispiel. Aber das ist nicht nur das, sondern soziale Unterstützung hat auch eine emotionale Komponente. Das kann auch sein, dass ich eben in der Familie mich emotional unterstützt fühle, wenn ich Schwierigkeiten habe am Arbeitsplatz oder bei der Stellensuche. Und die Leute, vielleicht kann mir mein Partner nicht im Bewerbungsschreiben helfen, aber die emotionale Unterstützung, die ich da kriege, ist auch eine Form von sozialer Unterstützung. Auch da gibt es viel Forschung dazu, die zeigt, Leute, die mir emotionale Unterstützung kriegen, die sind auch beruflich erfolgreicher und zufriedener. Also das Umfeld ist eine wichtige Komponente, auch die zur Arbeitsmarktfähigkeit beiträgt. Und dann, wie gesagt, die vierte Komponente, das ist, was tut jemand, wie verhält sich jemand. Hier gibt es natürlich sehr viele Verhaltensweisen, die wichtig sind, aber in der Forschungsliteratur werden vor allem drei sehr häufig untersucht und auch mit verschiedenen Modellen und Studien unterstützt. Das eine ist Netzwerken, dass es sehr wichtig ist, dass man aktiv Netzwerke aufbaut, pflegt und nutzt. Also, dass man Kontakte herstellt, diese pflegt über die Zeit und nutzt für die eigene Laufbahnentwicklung. Informieren über Möglichkeiten ist eine andere grundsätzliche Verhaltensweise, dass man sich informiert, was gibt es eigentlich für Berufsmöglichkeiten? Wie könnte ich mich entwickeln? Was sind die Anforderungen in verschiedenen Bereichen? Und wenn ich diese Information nicht habe, kann ich eben auch schlecht meine, zum Beispiel meine Fortbildung oder Weiterbildung daran ausrichten.
Und schlussendlich kontinuierliches Lernen in eigener Arbeitstätigkeit, dass man sich auf dem Laufenden hält, was passiert in meinem Job, was sind neuere Entwicklungen. Sie sehen, diese Tätigkeiten sind letztendlich wichtig, damit man diese anderen Ressourcen eben auch entwickeln kann. Weil diese Ressourcen sind nicht nur die hat man oder hat man nicht, sondern das ist auch eine Form der aktiven Entwicklung und Pflege, die man betreiben sollte aufgrund solcher Aktivitäten. Das ist also dieses Modell, das wir aufgrund der internationalen Literatur so zusammengefasst haben. Und das ist das Karriereressourcenmodell als verschiedene Ressourcen, die für eine erfolgreiche Laufbahnentwicklung und für eine nachhaltige Arbeitsmarktfähigkeit wichtig sind. Wir sind da noch einen Schritt weiter gegangen und haben in einem relativ aufwendigen Verfahren einen Selbsttest entwickelt und auch validiert und den online gestellt auf diese Webseite, bei dem man selber eine eigene Standortbestimmung durchführen kann. Wie steht es mit der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit in diesen verschiedenen Ressourcen? Das kann man als Grundlage benutzen für eine eben Standortbestimmung oder auch für eine weitere Laufbahnberatung. Und dieser Test wird heute auch in der öffentlichen Berufsstudie und Laufbahnberatung in der Schweiz von verschiedenen Stellen angewandt. Ja, wenn das so wichtig ist, dass man diese Laufbahnressourcen entwickelt, wie funktioniert das denn und wer ist denn da? Was spielt da wer für eine Rolle? Das eine ist sicher wichtig, dass es das Individuum primär dafür verantwortlich ist. Aufgrund dieser Veränderung, die wir gesagt haben, ist es heute immer weniger möglich, dass Unternehmen einem an die Hand nehmen und schon dafür sorgen, dass man dann arbeitsmarktfähig bleibt und immer einen Job haben wird. Also man muss immer mehr auch Selbstverantwortung übernehmen zur Entwicklung dieser Ressourcen, eben regelmäßig vielleicht eine Standortbestimmung durchführen, wo stehe ich, was möchte ich noch entwickeln, in welche Richtung möchte ich weitergehen. Aber es ist natürlich auch zu vereinfacht, wenn man die Verantwortung nur dem Individuum zuschiebt, vor allem weil es natürlich auch Leute gibt, vor allem Leute, die weniger qualifiziert sind oder die schulisch eher Probleme haben, die auch mehr Mühe haben, solche Arbeitsmarktfähigkeit einfach selber zu entwickeln. Das heißt, Unterstützung durch andere Personen oder Stellen ist hier auch sehr wichtig. Und ich denke, das sollte eigentlich auch schon in der Schule oder in Berufsbildung, Weiterbildung, Universitäten angesiedelt sein, dass bereits Jugendliche nicht nur lernen, welchen Beruf soll ich denn lernen, so eine klassische Berufswahl, sondern dass sie auch schon etwas lernen, wie funktioniert denn der Arbeitsmarkt, wie kann ich meine Laufbahn aktiv gestalten, was für Kompetenzen, was für Verhaltensweisen sind da wichtig, dass man das weiterzieht in der Berufslehre dann auch, nicht nur fachliche Kompetenzen erwerben, sondern eigentlich die Kompetenz, seine eigene Laufbahn zu gestalten, ich denke, das ist eigentlich auch eine Schlüsselkompetenz in der heutigen Zeit. Und das könnte man dann weiterführen in Weiterbildungen, Universität und so weiter, bei denen das auch eigentlich immer ein Thema sein sollte. Berufsstudien- und Laufbahnberatung ist natürlich auch etwas Wichtiges. Da sind wir in der Schweiz ja auch eigentlich sehr gut aufgestellt mit vielen öffentlich finanzierten Angeboten, die eben nicht nur einem dabei unterstützen können, was soll ich denn machen, welche Berufsentscheidung oder Berufsinformationen kriegen, sondern auch, wie steht es mit meiner Arbeitsmarktfähigkeit, wie könnte ich die noch weiterentwickeln, was fehlt mir da noch. Also auch eine eher prozessorientierte Beratung, das ist auch klar die Richtung, die Berufs- und Laufbahnberatung in der Schweiz im Moment sich entwickelt, weg von dieser Idee, man kommt zur Laufbahnberatung, die geben einem Informationen über Berufe und helfen einem bei der Berufswahl, sondern eben auch mehr hin zu einer Prozessbegleitung über das ganze Leben hinweg, wo stehe ich, wie könnte es weitergehen. Und schlussendlich, das ist dann vielleicht eben auch wichtig für den zweiten Teil dieses Vormittags, sind natürlich auch die Arbeitgeber in der Pflicht zu schauen, dass ihre Mitarbeiter Arbeitsmarktfähigkeit erhalten können. Dass sie eben nicht nur einfach die aktuelle Tätigkeit durchführen und wenn die automatisiert wird, dann kann man die nicht mehr gebrauchen. Dass sie Entwicklungsmöglichkeiten anbieten, das heißt nicht nur Beförderung, sondern eben auch horizontal inhaltliche Entwicklung, dass man sie dabei unterstützt, das auch wahrzunehmen. Dass man ihnen Tätigkeiten offriert, bei denen sie eben auch wirklich eine Herausforderung haben, bei denen sie ihre Qualifikationen anwenden können und weiterentwickeln können, aber bei denen sie auch vielleicht in einer regelmäßigen Standortbestimmung und Laufbahnplanung unterstützt werden, um eben zu verhindern, dass einfach Stellen wegfallen, sondern dass man im Idealfall mitwachsen kann, mit der Digitalisierung, mit den neuen Kompetenzen erwerben kann, sodass man auch in neuen Tätigkeiten noch nützlich und brauchbar ist. Also Fazit, wenn man das zusammenfasst, Massenarbeitslosigkeit scheint im Moment nicht das wichtigste Thema zu sein. Das wird in den nächsten paar Jahren kaum
relevant werden. Wer weiß, was in 50 Jahren ist, aber in den nächsten paar Jahren ist das eigentlich nicht das Thema, sondern das Thema ist vielmehr, wie verändert sich die Struktur der Arbeitswelt? Welche neuen Kompetenzen muss man entwickeln? Wie kann man sich anpassen an all diese Veränderungen, die sich ergeben, an neue Berufe, die entstehen, alte, die wegfallen? Der Beruf, den man hat, der wird sich auch komplett verändern. Diese Anpassungsfähigkeit, Aufrechterhaltung der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit, das sind meiner Meinung nach die viel wichtigeren Themen als die Angst vor Massenarbeitslosigkeit. Das bedeutet, dass Laufbahnen immer mehr selber gestaltet werden müssen. Man muss mehr Selbstverantwortung für die Aufrechterhaltung der eigenen Arbeitsmarktfähigkeit übernehmen. Und das ist ein lebenslanger, aktiver Prozess, nicht etwas, das man mal in einem Jugendalter eine Ausbildung macht, sondern wie ein Fitnessprogramm, nur dass man sich aktiv immer wieder eigentlich darum kümmern sollte, damit die eigene Arbeitsmarktfähigkeit fit bleibt und auf dem Laufenden bleibt. Und das ist Verantwortung des Individuums, aber eben auch viel auch von Schulen, Laufbahnberatung und auch Arbeitgeber sind hier gefordert, damit das funktioniert und damit wir eben auch die Chancen der Digitalisierung im Arbeitsmarkt auch richtig nutzen können. Damit wäre ich schon am Ende. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.